Herzlich willkommen bei Rheinsport, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind. Im Fußball gab es am Wochenende das Finale in der Champions League, aber auch in den regionalen Fußballligen ging es hoch her. Das ist heute bei uns das Thema, unter anderem, hier ist der Überblick. Turbo Düsseldorf, das Aufstiegsfinale in der Niederrheinliga. Hockey-Bundesliga, der DHC in der Abstiegsrunde. Und glorreiche Rückkehr, Borussia Düsseldorf gewinnt die Champions League. In der Feldhockey-Bundesliga kämpfen die Herren des DHC in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Letztes Wochenende hat man gleich zwei Siege in der Abstiegsrunde gefeiert und hat damit gleich auch die zwei ersten Saisonsiege überhaupt eingefahren. Es gibt also zumindest Mut für die restlichen Aufgaben und am Samstag ging es gegen Krefeld. Christine Simon berichtet davon. Der Krefelder HTC ist so etwas wie der Angstgegner des DHC. Sowohl in der Hauptrunde als auch im Hinspiel der Abstiegsrunde gab es eine Niederlage. Vor heimischem Publikum soll sich das ändern. Und es entwickelt sich von Anfang an eine hart umkämpfte wie erstklassige Begegnung. Der Ball kommt zu Niklas Welleck. Ein Pfiff ertönt und dann heißt es zum Entsetzen des DHC 7 Meter. Die Fernsehbilder geben keinen eindeutigen Aufschluss, ob diese Entscheidung richtig ist. Aber sie steht natürlich. Maximilian Wüterich heißt der Mann, der sich den Ball zurechtlegt. Alexander Wilms ist sein Gegner in diesem Duell. Und Wilms hat keine Chance. Das 1:0. Wüterich verlädt Wilms eiskalt. 22. Spielminute. 1:0 für Krefeld. Letztes Wochenende konnte der DHC seine ersten beiden Siege der gesamten Saison einfahren. Man spürt richtig, das hat Selbstvertrauen gegeben. Jan Simon spielt in die Spitze zu Lukas Grellmann. Und der holt für seine Mannschaft immerhin eine kurze Ecke heraus. Jan Fischer wird sie hereinbringen. Und Jan Simon steht bereit. In den letzten beiden Spielen machte er 4 Tore nach kurzen Ecken. Noch wartet er auf ein Erfolgserlebnis. Und so gehen die Krefelder mit einer 1:0-Führung in die Pause. Und nach dem Seitenwechsel erarbeiten sie sich zunächst wieder die erste Chance. Mit einem Sieg könnten die Krefelder bereits vorzeitig den Klassenerhalt perfekt machen. Die Intensität des Spiels ist unverändert hoch. In dieser Szene berührt ein Spieler des DHC den Ball mit dem Fuß und das bedeutet die nächste kurze Ecke für die Krefelder. Eine schöne Variante nutzt Felix Klein zum 2:0. Gut 20 Minuten vor dem Ende sieht es nicht gut aus für die Oberkasseler. Ganz anders für die Mannen vom Niederrhein, die ihrem 4. Sieg im 4. Spiel der Abstiegsrunde entgegensteuern. Aber das Team von Volker Fried beweist Moral. Die Hausherren erarbeiten sich wieder eine kurze Ecke. Jetzt müsste bloß endlich mal eine genutzt werden. Jan Simon. Im Nachsetzen ist Malte Nübel zur Stelle. Nur noch 1:2. Und noch ist eine knappe Viertelstunde zu spielen. Nübel sei Dank ist eine spannende Endphase garantiert. Der DHC wirft noch einmal alles nach vorne. Undurchsichtige Situation vor dem Tor, aber die Krefelder können klären. In der Schlussphase müssen die Gäste noch eine Unterzahl überstehen, aber das gelingt ihnen. Und kurz vor dem Ende hätte Oskar Deke sogar noch auf 3:1 erhöhen können. Aber auch so bleibt es beim Sieg des Krefelder HTC. Wir haben heute, ich glaube, 4 oder 5 Ecken gehabt und haben ja heute nicht nur geschossen, sondern ein, zwei auch Varianten auch eingebaut, die leider nicht zum Erfolg geführt haben. Wir sind erstmal zufrieden, oder nein, nicht zufrieden, aber wir sind zumindest sagen, dass es in Ordnung ist, dass wir 4 Ecken rausgeholt haben. In den nächsten Spielen werden die sicherlich wieder mehr hängen als in diesem Spiel. Also wir sind da ganz optimistisch. Die Düsseldorfer spielen eine sehr, sehr gute Abstiegsrunde, sehr stark. Also heute auch kämpferisch sehr, sehr stark und ich glaube, dass die am nächsten Wochenende im Süden da sehr, sehr viel bewegen können. Krefeld kann 2 Spieltage vor Abschluss der Abstiegsrunde nicht mehr von einem der beiden Nicht-Abstiegsplätze verdrängt werden. Der DHC hofft auf Schützenhilfe der rheinischen Konkurrenz. Denn dann könnte ein Sieg in den letzten beiden Spielen reichen, um auch im nächsten Jahr in der ersten Liga spielen zu dürfen.
Volker Frey, zum Sieg kann man zwar nicht gratulieren, aber zu einer tollen Leistung deiner Mannschaft, die also das letzte Wochenende fortgesetzt hat. Bist du sehr traurig? Ich bin zum einen enttäuscht, dass wir heute keinen Punkt und oder nicht gar drei geholt haben. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft, weil wir heute in der Gesamtheit und auch bei vielen individuell nicht an die Leistungsgrenzen gekommen sind. Dann, wir haben trotzdem das Spiel bis zur letzten Sekunde offen gestalten können. Das stimmt positiv für die nächsten zwei Spiele. Wir haben allerdings auch viel heute liegen lassen an Ecken und vielleicht an ein paar Chancen, die zu Ecken hätten führen können oder zu Toren. Aber so ist es. Wir haben knapp 2-1 verloren und wir haben es zumindest versucht. Bleibt nur zu hoffen, dass wir in den letzten zwei Spielen das wieder rauspacken. Matthias Mahn, der Krefelder Trainer, war auch des Lobes voll über dein Team und er wünscht euch natürlich für die nächsten beiden Spiele alles Gute, denn er will, der Westen soll oben bleiben. Und dann können wir vielleicht hoffen, dass am kommenden Wochenende beim Jan Simon die Ecken wieder im Dreiangel sitzen, oder? Ja, das hoffen wir natürlich sehr, wobei wir nicht vom Regelfall ausgehen können, dass das immer so klappt. Wir haben heute, ich glaube, 4 oder 5 Ecken gehabt und haben ja heute nicht nur geschossen, sondern 1, 2 auch Varianten auch eingebaut, die leider nicht zum Erfolg geführt haben. Wir sind erstmal zufrieden, oder nein, nicht zufrieden, aber wir sind zumindest sagen, dass es in Ordnung ist, dass wir 4 Ecken rausgeholt haben. In den nächsten Spielen werden die sicherlich wieder mehr hängen als in diesem Spiel. Also wir sind da ganz optimistisch. Ja, vielen Dank, Volker. Dann viel Glück auf der Reise in den Süden in kommender Woche. Ja, besten Dank. Ja, Mats Mahn, herzlichen Glückwunsch. 4 Spiele, 12 Punkte. Mehr, glaube ich, kann man nicht kriegen. Damit ist, glaube ich, euer Vorzeit ja Klassenhalt gesichert, oder? Ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Wir haben heute den Sack zumachen können. Das hatten wir uns so gewünscht, aber damit gerechnet hatte ich definitiv nicht, dass wir nach 4 Spielen den Klassenerhalt gesichert haben. Aber umso glücklicher sind wir jetzt, dass es geklappt hat. Düsseldorf ist ja in den letzten Spielen immer stärker geworden. Wie schätzt du denn die Chancen deines Gegners für die nächsten Spiele ein? Also die Düsseldorfer spielen eine sehr, sehr gute Abstiegsrunde, sehr stark. Also heute auch kämpferisch sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass die am nächsten Wochenende im Süden da sehr, sehr viel bewegen können. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Düsseldorfer, dass ihr auch eure Spiele gewinnen müsst, die noch kommen. Das kann den Düsseldorfern nur recht und billig sein, glaube ich, um selbst auch den Klassenerhalt zu schaffen. Wir werden die beiden Spiele komplett mit Feuer halt angehen. Es ist ganz, ganz klar, dass heute ein bisschen länger gefeiert wird. Das ist ganz normal. Aber wir werden da runterfahren und die Spiele sehr, sehr ernst nehmen. Wir werden da alles dafür tun. Und die Düsseldorfer haben es selber in der Hand. Und wir werden da sicherlich halt 2 sehr, sehr gute Spiele machen. Ich hatte vor dem Spiel eine kleine Besprechung mit Dietmar Alf, den ich ja seit Jahrzehnten kenne, der mich auch mal hier als Trainer abgelöst hat. Und er hat gesagt, ich möchte, dass Düsseldorf aufsteigt, oben bleibt, damit wir uns wieder auf dem Platz sehen können. Ist das auch dein Wunsch? Ja, wäre natürlich sehr schön, wenn der Westen hier die Abstiegsrunde sauber überstehen würde, wenn wir da gar nichts lassen würden. Das wäre optimal. Und ich muss wirklich sagen, die Düsseldorfer haben mir, was ich auf dem Video gesehen habe, letztes Wochenende schon sehr gut gefallen. Und heute haben sie mir ein bisschen zu gut gefallen im Spiel. Ich denke, dass die sehr, sehr gut gespielt haben, dass wir heute ein glücklicher Sieger sind. Die Punkte nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Aber die Düsseldorfer sind, denke ich mal, mit der richtigen Einstellung auf dem Platz und können da nächste Woche was bewegen. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Wünsche an die Düsseldorfer, Mats, und euch natürlich auch viel Erfolg in den nächsten 2 Spielen. Vielen Dank. Danke. Also beim Düsseldorfer Hockeyclub, also das entscheidende Spielwochenende am kommenden Samstag und Sonntag, dann auswärts in Rüsselsheim und in Nürnberg. Mehr dazu dann nächste Woche. Jetzt gibt's aber erstmal eine kurze Werbung und dann geht's weiter mit Toro Düsseldorf. Bis gleich.